Grundgütiger! Ist es etwa schon so spät? Muss der Divemann jetzt dran glauben? Nein, es wurde Loch gewählt. Okay, nachdem wir nun aus dem Loch wieder rausgeklettert sind, tauchen wir ab in die Welt des Schnorchelheinis, Diveman. Oder könnte es ein Spanner sein? Na, auf jeden Fall sieht der wohl nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob Dr. Wiley den so gebaut hat, dass das Kokor, was er oben aus dem Kopf rausstehen hat, irgendwie von hinten, wenn man in seinen Kopf reinguckt, zugänglich ist. Aber, also, uiuiuiui, jetzt bin ich doch hier bei euch. Nein, 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 nein. Okay. I take the Herausforderung. Verdammt, was heißt Herausforderung noch gleich? I take the dump? Nein. Scheiße, mir fällt das Wort nicht ein. Moment. So. No Damage Run. Das hier wird ein No Damage Run. Ich versuche es mit einem No Damage Run. No Damage Run. Moment, ich sollte nicht. Wie heißt es? Umspielen das fehlende Wort. Mich. Alte Kinder, ha, sind nicht mehr. So, nächster Versuch. Es steht immer noch eine Herausforderung offen, nämlich das Wort Herausforderung irgendwie wieder rauszufinden. So, jetzt bin ich hier aber voll in der Position, hier durchzudrehen. Ich werde. So, ich hoffe, ich schaffe. War irgendwie eine sehr einfache Stage. So, jetzt warte ich natürlich schlau, wie ich bin, bis der. Nein! Hallo, du kleiner Mist! Was heißt tot? Mein letzten. Nein! Ach, bitte! Bitte lass das! Verdammt, ich wollte. Mit meiner vorigen Aufnahme habe ich hier mit sowas. Nein! Nein! Hallo! Nicht! Nein! Scheiße! Aber ich sterbe! Ich mache hier mein. Scheiße. Nein. Die mich doch mehrmals hinter. Oh Gott. Mehrmals hinter. Du. So langsam lässt es nach, gerade bei mir. Ich denke, jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Nein. Jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich angekündigt habe, so laut als. Das wird No Damage Run. Yay, yay, yay. Dass ich hier so runter leiden muss, weil ich den Endboss nicht kann. Ich schaffe ihn ja noch nicht mal ohne No Damage Run. Okay, ich relativiere. Ich mache einen No Damage Run für das Level, aber der Boss, den brauche ich nur umbringen. Egal, was passiert. So, das ist ja auch schon gut genug, ne? Das ist schon eindrucksvoll genug für meine Verhältnisse. So, er saugt und bevor er mich mit seinen komischen, lustigen Meanlines kaputt macht. Was heißt kaputt macht? Ich habe ja quasi nur einen Lebenspunkt. Schade, dass man das irgendwie nicht einstellen kann. So, tschack. Nein! Okay, das geht. Das geht. Kommst du wieder runter? Danke. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt warten wir, bis der runterkommt. Dann springen wir mal rüber. Das ist die Stelle, die ich schon beim allerersten Mal ohne Probleme gemeistert habe. Und nein, im 15. Versuch oder wie viel das auch immer ist. Da geht es natürlich nicht mehr. Nein! Ich überlege gerade ganz ernsthaft, ob ich dieses blöde Bonus-Item tatsächlich auslassen soll. Weil es schluckt irgendwie Zeit und Zeit ist Geld und Zeit geht mir gerade auf die Stimmbänder. Arg. Ja. Einfache Stage, sehr einfache Stage, meiner Meinung nach. Sehr einfache Stage, wenn man nur die Knackpunkte mal raus hat und ein bisschen zielen kann. Nein, nicht so wie ich, nein. So, jetzt aber hier entlang und da drüber und da genau zwischendurch ziehen, obwohl das scheißegal ist. So, ich glaube, hier soll ich mal hochspringen, weil hier komme ich der Moby. Ich fällt gerade kein Lied von Moby ein, weil ich nicht Moby höre. Ich hoffe, ich habe es gerade nicht mit meinen Zusehern. Bitte schießen tot. Ich habe nämlich bemerkt, ich werde es nicht schaffen, seiner dritten Keule, die er da ausspuckt, auszuweichen. So, jetzt landen wir hier runter. So, ich probiere das jetzt noch einmal und danach versuche ich es offscreen zu machen hier. Es hat ja nicht so viel mit dem Level hier zu tun. Ne? Ich ja einfach nur Wiederholung von einfachen Sachverhalten, weil ich das jetzt zum dritten Mal hier jetzt mache. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das sehen werdet. Und ich hier zum dritten Mal schaffe, ohne kaputt zu gehen. Denn wenn man sich irgendwie hier. Sieht das aus wie. Aus so einer Super Mario Bros. 2 Vase im Inneren. Nur mit mehr Wasser und mit grüneren Wänden und weniger Scheigeis. So.
wiederholen jetzt quasi ein Stückchen Level, weil wir blöderweise hier zurück teleportiert werden, weil wir ja nicht genug schon am Hals haben. Halleluja. Da denkt man mal, ach da, hier kann einem kein Messerchen mehr trügen. Nein, und dann verlieren wir fast wieder. So, ich spring einfach hier rüber. Ups, was ist jetzt passiert? Oh, ich muss irgendwie an fast vorwärts gekommen sein. Aber, oh, so, jetzt hauen wir ihn zu Klump. Schade, dass die Zeit zwischen den Intervallen nicht reicht. Nochmal voll aufzuladen. Boah, okay. Diesmal, oh Gott, mir tut gerade schon der Schimmbänder weh. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich schon an dieser mistigen Folge hier gerade rumprobiere. Doch einfach, nein, oh Gott. Man sollte hier nicht unbedingt oft seine Richtung korrigieren müssen bei diesen Waden. Dingern. Gehst du mal kaputt? Danke. Wie funktioniert das? So, jetzt schnell hier lang. Jetzt warten wir. Okay. Hier nicht zu hoch springen, weil sonst kommt die da oben gegen. Und dagegen kann man nichts machen. So. Geht ja was kaputt? Ja, ich wahrscheinlich jetzt. Zack. Einfach hier rüber. Hier ist der Endspurt. Den machen wir auch kaputt. Dann gehen wir jetzt hier rein. So, und jetzt, ich habe euch gesagt, scheiß auf Damage Run. Ich habe die Nase voll. Ich will jetzt, spucke ich mich sogar noch an. Oh, mir tut der Klickkopf weh. Will nur noch den Knaben hier besiegen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Num. So, und erstmal ausatmen. Und jetzt kommt er wahrscheinlich wieder angeschissen hier. Und da. Ah, so, umdrehen. Und nochmal Abstand gewinnen. Und, ja, schön. Und aufpassen. Schießen. Aufpassen. Schießen. Aufpassen. Ja, jetzt mal vorbereitet. So, jetzt gucken wir, ob er... Wie? Nein, jetzt sind es... Hör auf, mich zu followen. So. Wir sind ja nicht bei Twitter. Und, nein. Ach Gott, ich mag ihn nicht. Und, fängt er wieder an? So, ganz, jetzt aber, jetzt. Oh nein, hör auf. Nein, ich schieß durch seinen scheiß Kopf durch. So. Scheißegal. Scheiß auf die Ehre. Ich will keine Ehre. Ich hab's geschafft mit... Ach, egal. Na, er ist tot, Jim. So, zack. Hätte nicht gedacht, dass der so eine Probleme bereitet, dieser Mistknabe. Eigentlich geil, ich den ja für einer der einfachsten. Und muss nur aufpassen. Oh, schießt er jetzt? Oder, kommt auf einen zugefliegt. Geflogen. Oh Gott, tut mir die Stimmbänder langsam weh. So, wuck. Wir bekommen die Dive Missile. Das ist die Magneto-Gedächtnis-Kanonen. So, wir sind hier gegen Dr. Cossack. Nicht Dr. Croissant, sondern Dr. Kane. Dings halt. So, der Bärtige kommt beim nächsten Mal dran. Ich habe keine Stimmbänder mehr für eine Aufnahme.